In der letzten Folge haben wir uns um vermisste Seelen gekümmert, um Millicent Waterbury, um es ganz genau zu nehmen, weil das junge Mädchen von 15 Jahren wurde vermisst, hat sich verlaufen, als sie was zum Essen holen wollte. Wer das noch nicht gesehen hat, letzte Folge, kann ich nur empfehlen. Und jetzt sind wir wieder auf dem Weg und müssen jetzt noch ein paar Teile für Mr. West Dickens holen. Das ist auch schon der markierte Punkt, wo ich hinreite. Und jetzt ist mein Pferdchen schon ganz aufgeregt. So, da vorne irgendwo ist ja so ein verlassenes Camp hier irgendwo, hä? Ah, hier, guck. Ich bin schon gewundert, was soll das hier? Weil durchsuchen. Weil irgendwo, es erfüllt ja gar keinen Zweck, außer halt, dass es da ist, ne? Vielleicht sind das auch noch Überbleibsel vom Bürgerkrieg, was natürlich auch möglich sein kann. Oder Überbleibsel vom Kampf gegen Mexiko. So. Da ist West Dickens. Da muss ich hin. Da kommen schon wieder die Zombies, also weg hier. Reite ich immer irgendwo gegen. Das ist furchtbar. Und jetzt bin ich auch schon gleich da. Benedict Point. Ha, stimmt sogar. West Dickens. Nigel. Where are you, man? Wo stecken Sie, alter Mann? Und er sucht, aber sie finden nicht. Hier unten. Kommen Sie da raus. Sind Sie allein? Nein, ich habe Horden von Untoten mitgebracht. Natürlich bin ich allein. Die Untoten bereiten mir keine Sorgen, mein Lieber. Ich mag sie sogar. Die gewöhnlichen Leute sind mir verhasst. Warum? Seien Sie doch nicht so. Ich habe nichts getan, nichts gestohlen, nicht mal gelogen. Jedenfalls nicht viel. Was ist denn? Eine Handvoll Leute hat mich einfach aus der Stadt gejagt. Sie geben mir die Schuld an allem, aber ich sage ihnen, dass ich keine Schuld hat, blablabla. Seit vielen Jahren verkauft er sein Zeugs da und hat ja mit den Untoten nichts zu tun. Sie wollen mich lynchen. Mich, ein ehrenwerter Kaufmann. Ist das zu fassen? Ich gehe nach Süden. Ich gehe nach Mexiko. Ich habe gehört, dass es da unten viel besser ist. Ich meine nicht nur das Klima oder die freundlichen Leute dort, sondern es gibt dort gnädigerweise keine Kannibalen. Trottel mit üblen Augeninfektionen. Haben Sie die Kleinigkeit, um die ich Sie gebeten hatte? So, und jetzt... damit jetzt die Mission wohl erfüllt, was ich für ihn mitbringen soll. Was macht er denn jetzt? Alles schmeißt er raus, nur seine Flaschen nicht, sein Tonikum, was eh nicht wirkt. Naja. Oh, eine Knarre. Cool. Ach, du bist ein Doof. Ich war doch froh, dass du die herrliche Knarre kriegst da. Ungläubiger Thomas, Sie waren zu lange von Rindviechern und Mördern umgeben. Sie sind mitfühlend wie ein Massenmörder und intelligent wie eine Kakerlake. Ich werde Ihnen Ihren Thomas in den Hintern jagen, sagt Mars. Man kann die mit fast allen jagen und davon eine Horde von Untoten killen, ja. Werden wir mal schauen. Zumindest sieht diese Donnerbüchse, so wie ich vorhin so auf die Schnelle mitgelesen habe, doch recht gut aus.
Ja, pack mal wieder alles zusammen. Und jetzt hau ich ab nach Mexiko. Vielleicht sehen wir uns dort. Wir werden sehen. Ich bin in ein paar Tagen in Solomons Folly. Okay. Wo ich mir dann überlege, wie ich reinkomme. Ich habe gehört, man kommt nicht mehr so leicht über die Grenze wie früher. Jo. Also scheint es dann jetzt vorwärts zu gehen. Erzeuge Munition für die Donnerbüchse und finde einen Weg nach Mexiko. Ah, da habe ich ja schon 5-mal Munition für die Donnerbüchse jetzt erzeugt, oder? Donnerbüchse ist eine Sprengwaffe, mit der man mehrere Untote auf einmal beseitigen kann. Sie verwendet untoten Körperteile als Munition. Aha. Hier ist so ein Untoter. Schauen wir doch gleich mal. Hochgehüpft. Mal durchsucht. Munition. Vielleicht habe ich jetzt Körperteile. Pferdepillen. Überlebenskünstlerkarte, die habe ich nämlich vorhin aufgebraucht für die, damit ich Mr. Dickens machen kann. Die Kräuter sammeln. Beschichtung aus Phosphor, das habe ich auch noch nicht gemacht. Erzeuge Munition für Donnerbüchse und die Munition Donnerbüchse, okay. Nicht genug untoten Körperteile. Hier hinten war da auch noch einer irgendwo. Wo bist du? Kuckuck. Komm her. Ich weiß ein schönes Spiel. Abgehauen, der Feigling. Jo, okay. Wisst ihr was, Freunde? Ich habe mich jetzt mal ein bisschen klug gemacht. Nachgelesen. Hier. Da kann ich Gold, meinen Schatz, finden. Und da reite ich jetzt hin. Und der Weg ist weit. So, jetzt bin ich auch schon gleich da. Da vorne sehe ich das schon. Die Häuser. Fenters Place. So, und wenn ich jetzt nämlich die Schatzkarte raushole, sehen wir da die 2 Häuser. Und da geht es ganz weit hinter. Da muss ich dann irgendwo da... Okay. Ganz weit. Also los, vorwärts. Was denn hier schon wieder? Und die Schädel wegblasen wieder. Bleib stehen, die Schienen Arsch, du. Und rein in die hohen Schädel, dir auch den Schädel weg. Ihr könnt sie schnappen, jawohl. Wenn du mir ein bisschen mithilfst, mein Freund. Ach,
Aua, mich haut einer von hinten und dir gebe ich einen von Latz. Ach, und jetzt. Wieso bückst du dich denn andauernd? Besteht doch gar kein Grund zur Veranlassung. Wieso kann ich nicht zielen? Du kümmerst dich darum. Ach, du bist doch. Wieso lässt du dich denn killen? Ah, der ist doch nicht schön. So. Moment mal eben. Okay. Untotenrippen. Aha, jetzt kriege ich ein paar Körperteile. Und Munition, also alles, was wichtig ist, bekomme ich jetzt. Und hier ist schon wieder so, wie auch immer das ist. Auf jeden Fall kann ich den nicht durchsuchen. Und dann, wenn ich am Wegrennen bin, dann funktioniert das wieder. Unglaublich. So. Da vorne sehe ich die zwei Bäume. Nochmal die Karte rausholen. Nochmal gucken, wie ich jetzt da hochkomme. Also dazwischen, davor, hoch und dann. Was? Wir müssen stark bleiben, wenn wir zusammenbleiben wollen. Falls sie auch was wollen, was machst du denn da? Knochen abnagen oder was? Halber Kannibale hier. Jo, hier geht's irgendwo hoch. Ich glaube hier. Probieren wir es doch einfach mal. Jawohl. Jawohl, jawohl. Schön hier lang. Ach, da ist es ja schon. Jawohl, ich bin Schatzsucher. Haha. Und sofort auch Munition. Prima, das finde ich ja super. Da unten ist jetzt noch der blaue Punkt. Das ist wahrscheinlich der Knochenabnager. Verbindungsfehler. Du bist auch ein Verbindungsfehler. Setzen Sie sich ruhig. Ich habe schon eine Weile keine lebende Person mehr gesehen. Jawohl. Du nagst ja auch Knochen ab. Wollen Sie mich ausrauben? Hä? Wie bist du denn drauf? Ich mach doch gar nichts. Aua, du Idiot. Hätte ich fast gesagt. Du doof. Ja, so habe ich wenigstens Munition. Das ist eine Kiste. Die hole ich mir auch noch eben. An der Lagerstelle hinsetzen. So oder nicht bei so einem unfreundlichen Watz. Einfach auf mich schießen. Leiche plündern. Habe ich das schon, oder? Ach, nochmal Munition. Sehr schön. So, Freunde. Ich schaue zur Uhr und es ist schon spät. Aber ich muss eben nochmal kurz auf die Karte schauen. Ich schaue eben auch nochmal mir die Schatzkarte an. Und während ich das mache, verabschiede ich mich von euch für heute. Bleibt sattelfest und seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei, wenn wir gegen die Untoten kämpfen und irgendwie ein Mittel suchen gegen die Untotenplage. Bis dahin, macht's gut, ciao.